Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Olinke geschrieben, welches er mit 4,9 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Heute mal ein Olinke.com Erfahrungsbericht von uns selbst. Warum? Wenn wir euch schon so etwas Geniales bieten können, können wir es doch auch selber nutzen, oder nicht? Wenn man sich eine Webseite erstellen will, steht man schon anfangs vor einer großen und sehr wichtigen Hürde. Wichtiger als es euch vielleicht erscheinen mag. Die Wahl des richtigen Hosters für eure Webseite. Dies kann sich sehr nervenaufreibend gestalten, aber keine Sorge, wir haben uns die Nadel im Heuhaufen geschnappt und berichten nun davon. In diesem Erfahrungsbericht wollen wir zurück zu der Anfangszeit von Produkt-Scanner.de kommen. Am 24.07.2015 haben wir die Domain registriert und uns dabei bewusst für einen bestimmten Webhoster entschieden. Wir haben etliche Webhoster ausprobiert, unter anderem auch 1&1 oder Strato. Viele Anbieter waren uns zu langsam, hatten negative Bewertungen oder der Server war öfter mal platt, sodass es zu Totalausfällen kam. Nach sehr langem Suchen ging uns die Frage durch den Kopf, ob wir uns diesen Stress wirklich antun möchten. Hätten wir damals nicht diese Frage mit Ja beantwortet, würde es heute kein Produkt-Scanner.de geben. Wir haben uns letztendlich für Olinke entschieden. Unser Olinke-Test. Unter anderem nutzen Chris Delius, Markus Lusarek und viele andere größere Personen denselben Webspace wie wir. Aus gutem Grund. Olinke ist leistungsstark und sollte es mal zu Ausfall des Server kommen, was uns noch nicht passiert ist, dann kann man dort 24 Stunden rund um die Uhr anrufen und klären, was dort Phase ist. Der Support ist genial. Schnelle Server, geringe Kosten. Olinke installiert auf Wunsch auch WordPress auf eurem gemieteten Server. Damit könnt ihr schnell und einfach eine Webseite erstellen. Joomla sowie andere Software kann dieser Webspace auch noch für euch installieren. So spart ihr euch den umständlichen Weg, über FTP WordPress zu installieren. Review. Unsere Olinke-Erfahrungen. Wir können Olinke als Webhoster nur von ganzem Herzen empfehlen. Wir sind zufrieden und es passt alles. All-inclusive eben. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Eventuell sogar mit einem anderen Webhoster? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Scanner.de.